Die NATO-Staaten haben die bisher umfassendste und kostspieligste Modernisierung ihrer Streitkräfte eingeleitet. Hält das in den letzten Jahren sichtbar gewordene Tempo im Wachstum der Militärausgaben an, werden diese in den 90er Jahren eine Größenordnung von rund 250 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen. Das wird mehr sein, als 1976 in der ganzen Welt für militärische Zwecke aufgewendet wurde. Allein das im Frühjahr 1978 beschlossene Langzeitprogramm der NATO wird 100 Milliarden Dollar verschlingen und, wie diese Filmdokumentation sichtbar machen wird, zu qualitativen Veränderungen der Militärtechnik aller Teilstreitkräfte führen. Die eingeleiteten Maßnahmen zielen auf die Veränderung des Kräfteverhältnisses zugunsten der NATO. Es sollen günstigere Bedingungen zum Einsatz militärischer Macht als Mittel der Politik und des variantenreichen Führens von Kriegshandlungen erlangt werden. Modernisierung und der Ausbau des strategischen Kernwaffenpotenzials nehmen einen zentralen Platz ein. Als schwerste strategische Waffe bleibt die Titan zwar im Einsatz, wird aber nicht weiterentwickelt. Das Schwergewicht liegt auf der Entwicklung von Mehrfachsprengköpfen, die in der Endphase lenkbar sind, eine größere Zielgenauigkeit aufweisen und schnell umprogrammiert werden können. ...1976 waren von 1000 Minuteman-Raketen bereits 550 mit einem Sprengkopf von 3x170 Kilotonnen ausgerüstet. Auch Frankreich entwickelt sein Kernwaffenpotenzial weiter. Die auf dem Plateau von Albion stationierten 18 Raketen mit einer Reichweite bis 3000 Kilometer sollen mit Mehrfachsprengköpfen ausgerüstet werden. Die USA versuchen, das Kräfteverhältnis auf dem Gebiet der landgestützten strategischen Waffen durch die ständige Veränderung ihres Einsatzortes günstiger zu gestalten. Dem dient auch die Zündung einer Minuteman nach dem Abwurf aus der Luft. Dieser Versuch wurde durchgeführt, als die Sowjetunion und die USA auf höchster Ebene über den Abschluss von SALT II verhandelten. Weitere Überlegungen zielten auf den Abschuss strategischer Raketen von Eisenbahntransportmitteln. Diese Variante hat das Erprobungsstadium nicht erreicht. Für den flexiblen Einsatz wird an der MX-Rakete gearbeitet. Sie soll alle angestrebten technischen Neuerungen enthalten
und eine mehrfache Zahl von Sprengköpfen als die Minuteman III über eine größere Entfernung mit größerer Genauigkeit befördern können. Ihr Abschuss soll aus einem System fester Schächte erfolgen, zwischen denen die Raketen bewegt werden, um ihren genauen Standort zu tarnen. 200 bis 300 Raketen sollen ständig zwischen den Silos pendeln. Bis zu 4000 Schächte sind in der Diskussion. Es ist aber auch an U-Bahn-ähnliche Tunnel gedacht, die von den Raketen bei ihrer Startvorbereitung durchbrochen werden. Der erste Versuch dieser Art wurde bereits durchgeführt. Eine endgültige Entscheidung ist jedoch vom Pentagon bisher nicht getroffen worden. Mit dem Bau der Polaris-U-Boote eingeleitete Entwicklung hochbeweglicher, seegestützter strategischer Einsatzmittel wird fortgesetzt. Diese Atom-U-Boote handeln auch von Rota in Spanien aus, einem Land, dessen Aufnahme in die NATO gegenwärtig forciert wird. Diese U-Boote verfügen über 16 Raketen mit einer Reichweite von 4500 Kilometer. Der Mehrfachsprengkopf der Rakete Polaris A3 hat 3x200 Kilotonnen. Typ Poseidon ist mit einem Mehrfachsprengkopf von 10x50 Kilotonnen ausgerüstet. Die USA setzen damit ihre Bestrebungen fort, das außerhalb des Territoriums dislozierte Kernwaffenpotenzial zu verstärken. Begonnen wurde der Bau des Unterwasserkreuzers Trident. Mit ihm soll ein noch größerer Anteil der modernsten Kernwaffen der USA vom Festland entfernt und ihre Vernichtung erschwert werden. Die für die Trident-Klasse vorgesehene Rakete gleichen Namens befindet sich gegenwärtig in der Erprobung. 24 dieser Raketen soll jeder der geplanten 11 Unterwasserkreuzer an Bord nehmen. Angestrebt wird, bei großer Zielgenauigkeit eine Reichweite von 7200 Kilometer zu erzielen. Die Einführung dieser Bootskategorie soll in den Jahren 1979 bis 1984 erfolgen. Tomahawk, die Marineversion des Flugkörpers Cruise Missile, befindet sich in der Erprobung.
Durch die umfassende Ausnutzung der modernsten Elektronik und den Einsatz moderner Strahltriebwerke versucht das Pentagon, eine angestrebte Zielgenauigkeit über Entfernungen bis 3200 Kilometer zu erreichen. Tomahawk soll aus den Torpedorohren der Unterseeboote abgeschossen werden. Die Luftwaffenversion der Cruise Missile, ALCM, ist am weitesten fortgeschritten. ALCM soll eine Marschgeschwindigkeit von ca. 750 km pro Stunde entwickeln. Durch ihre extremen Tiefflugeigenschaften erhofft das Pentagon, das Funkmesssystem der sozialistischen Staaten unterfliegen und seine Bekämpfung auf ein Minimum beschränken zu können. Bisher sind 26 Versuchsstarts der Luftwaffen- und Marinevarianten durchgeführt worden. Eine amerikanische Studie sieht vor, 2000 Cruise Missile in Europa einzuführen. Als luftbewegliches strategisches Einsatzmittel wird die B-52 beibehalten. Ihr Einsatz mit konventionellen Bomben ist auch in Europa nicht auszuschließen. Demonstriert wurde das während der NATO-Manöver Autumn Forge 78. Zu einer qualitativen Verbesserung des Kampfwertes der B-52 führt die Ablösung des Abwurfmittels Hound Dog, eines Vorläufers der Cruise Missile, durch die ALCM. Die Anzahl der Kernwaffen, die von ihr zum Einsatz gebracht werden können, erhöht sich dadurch auf 26. Die Bewilligung des Baus von 5 Flugzeugen B-1 sichert zugleich die umfangreiche Erprobung eines qualitativ neuen strategischen Einsatzmittels. Durch modernste Elektronik und die Verwendung hochfester, thermisch belastbarer Werkstoffe soll es die Luftverteidigung der sozialistischen Staaten im Tiefstflug mit sehr hoher Geschwindigkeit durchdringen können. Große Bedeutung misst die NATO der Heranführung der strategischen Reserven aus den USA bei. Neben der verstärkten Einlagerung von Waffen und Gerät in Westeuropa wird die Lufttransportkapazität ständig ausgebaut.
Dazu wurde besonders das Flugzeug C-5A Galaxy entwickelt. Das militärische Lufttransportkommando der USA ist in der Lage, in 5 Tagen 33.000 Mann und 10.000 Tonnen Waffen und Gerät nach Europa zu verlegen. Bei den NATO-Landstreitkräften läuft das Modernisierungsprogramm bereits seit Anfang der 70er Jahre. Die Kampfkraft der Verbände zur Führung offensiver Kampfhandlungen wird ausgebaut und erfasst alle Waffengattungen. Das operativ-taktische Raketensystem Pershing 1A, seit Anfang der 70er Jahre im Einsatz, wurde erst jüngst durch eine Mehrfachstarteinrichtung modernisiert. Die Startmöglichkeiten erhöhten sich fast auf das Dreifache. Die weiterentwickelte Pershing 2 zielt auf eine beachtliche Verringerung der Streuung. Die Abweichung soll weniger als 50 Meter betragen. Mehrfachgefechtskörper mit Zielsuchlenkung sind zu erwarten. In Entwicklung steht eine einstufige Version, die eine Reichweite von 700 Kilometer haben soll. Operativ-taktischen Raketensystem Lance sind Verbesserungen hinsichtlich Trefferwahrscheinlichkeit und Reichweite vorgesehen. Für diese Rakete befinden sich Streugefechtsköpfe mit zielsuchenden Tochtergeschossen zur Panzerbekämpfung in der Entwicklung. Die Lance ist geplantes Einsatzmittel für Neutronengefechtsköpfe im operativ-taktischen Bereich. 1978 haben die USA-Landstreitkräfte weitere 360 Raketen dieses Typs in Auftrag gegeben. Die Pluton, ihre Einführung wurde 1978 beendet, ist die französische Parallelentwicklung zu Lance. Auch bei ihr sind Maßnahmen zur Verringerung der Streuung in Vorbereitung. Der Schuss von Kernmunition und die Entwicklung neuer Munitionsarten für die Kaliber 203,2 und 155 mm sind die Hauptanstrengungen der NATO-Artilleriewaffenentwicklung. Mit nachbeschleunigter Munition wird die Reichweite auch älterer Typen, hier M115, auf 30 km gesteigert. Zunehmend kommen Streumunitionsarten zum Einsatz. Die Entwicklung lasergelenkter Granaten zur Panzerbekämpfung hat die Fertigungsreife erreicht. Selbstfahrende Geschütze machen weiterhin den Hauptteil der NATO-Artillerie aus. Die Reichweite der 203,2 mm SFL-Haubitze M110 wird durch ein langes Rohr auf 24 Kilometer gesteigert. Die M109 ist die am weitesten verbreitete 155 mm SFL-Haubitze der NATO.
Es ist vorgesehen, die Anzahl der zum Verschießen von Kerngranaten bestimmten Geschütze zu erhöhen. Die Weiterentwicklung. M109A1. Reichweitenvergrößerung durch Rohrverlängerung. Die Schussfolge erhöht sich. Neue Geschütze gleichen Kalibers. USA Feldhaubitze XM198. Feldhaubitze 155-1. Die Anfangsschussfolge, 3 Schuss in 15 Sekunden, wird durch Ladehilfe möglich. Panzerbekämpfung im direkten Richten mit Spezialmunition. Panzerhaubitze 155-1, die modernste SFL-Haubitze der NATO. Geschosswerfersysteme. Hier der 110 mm Mehrfachraketenwerfer der BRD gewinnen in der NATO zunehmende Bedeutung. 36 Raketen werden in 16 Sekunden verschossen. Streugefechtsköpfe mit Schützen oder Panzerminen. Reichweitensteigerung auf 20 Kilometer vorgesehen. Drei, zwei, eins, feuern! Gefechtsköpfe mit Zielsuchlenkung charakterisieren die amerikanische Geschosswerferentwicklung MLRS. Größere Kaliber von 240 mm und Reichweiten bis 40 km. Erhöhung von Feuerkraft und Beweglichkeit sind Hauptziele der Panzerentwicklung. Der amerikanische Spitzenpanzer XM1 zeichnet sich durch bemerkenswerte Fahreigenschaften aus. Ruhige Waffenlage, geringere Belastung der Stabilisatoren, günstigere Bedingungen für die Besatzung und hohes Beschleunigungsvermögen sind einige der angestrebten Entwicklungsparameter sowohl des amerikanischen XM1 als auch des Panzers Leopard 2. Von dem 1.800 Stück ab 1979 bei den BRD-Landstreitkräften zur Einführung kommen sollen. Im Wesentlichen gleiche Kampfeigenschaften wurden bei einer Vergleichserprobung beider Panzertypen deutlich. Beispiele: günstiges Lenkverhalten, Federungsvermögen der Laufwerke, Steigfähigkeit von mehr als 60%, Fähigkeit von 1,3 Meter. Tiefwartfähigkeit. XM1 ist im Gegensatz zu Leopard 2 nicht für Unterwasserfahrt geeignet. Die Frontpanzerung beider Typen soll gegen den Beschuss mit 120 mm Hohlladungsmunition sicher sein. Schwingungen der Wanne werden schnell gedämpft. Beide Panzer verfügen über integrierte Feuerleitanlagen, laseroptische Entfernungsmesser, Sensoren für Schusswertkorrekturen und leistungsfähige Feuerleitrechner. Im
Im Unterschied zu XM1 ist der Leopard 2 mit einer 120 mm Glattrohrkanone ausgerüstet. Mit ihr können Hohlladungs- und Unterkalibergranaten verschossen werden. 120 mm Hohlladungsmunition, 120 mm Unterkalibermunition. Das Kommandantenperiskop ermöglicht Rundumbeobachtung. Die Übersteuerung des Richtschützen ist möglich. Beide Panzer sind in hohem Maße nachtkampffähig. Es werden Anstrengungen unternommen, dafür neueste Elektronik zu nutzen. Hier zum Beispiel Wärmebildgeräte. Mit dieser Technik werden Nachtsichtreichweiten über 3000 Meter angestrebt. Die Umrüstung der NATO-Landstreitkräfte auf neue Panzerabwehr-Lenkraketensysteme, hier zum Beispiel Milan und Dragon, werden bis zum Beginn der 80er Jahre in hohen Stückzahlen abgeschlossen. Die Panzerabwehr-Lenkraketen der zweiten Generation verfügen über halbautomatische Lenkverfahren, bei denen der Richtschütze das Ziel in seinem Fadenkreuz halten muss. Der weitere Lenkvorgang läuft automatisch ab. Die schweren Systeme HOT und TOW arbeiten nach dem gleichen Lenkverfahren. Sie haben Reichweiten von 4000 Meter. Ihre Hohlladungsgefechtsköpfe durchschlagen Panzerungen von mehr als 600 mm. Die Treffwahrscheinlichkeit der Panzerabwehr-Lenkraketensysteme der zweiten Generation soll über 95% liegen. Hubschrauber gewinnen vor allem zur Bekämpfung von Panzern zunehmend an Bedeutung. Als Hauptbewaffnung kommen Panzerabwehr-Lenkraketensysteme der zweiten Generation, hauptsächlich HOT und TOW, mit 4000 Meter Reichweite zur Verwendung. Darüber hinaus dienen ungelenkte Raketen, Maschinenwaffen und Granatwurfgeräte als Bewaffnungsvarianten. Ein Teil dieser Waffen kann durch Helmvisiere und automatisierte Waffennachführung gerichtet werden. Die neuen Hubschrauber wie der BO-105 PAH und eine amerikanische Nachfolgeentwicklung für die Kampfhubschrauber der AH-1-Serie zeichnen sich durch hohe Manövrierfähigkeit, hohe Geschwindigkeit und stabile Fluglage beim Waffeneinsatz aus. Allwetterflugfähigkeit wird zunehmend angestrebt. Verbesserung der Mittel der Truppenluftabwehr ist ein weiterer Schwerpunkt im NATO-Langzeitprogramm. Die FLA-SFL Gepard mit 35 mm Zwillingskanone und automatischer Feuerleitung
ist das modernste Rohrwaffensystem seiner Art in der NATO. Vollgestopft mit Elektronik liegt der Stückpreis des Gepard bei über 8 Millionen D-Mark. Beschaffungsplanung der BRD 432 Stück. Haupteigenschaften: Zielerfassung während der Fahrt bis 15 Kilometer, kurze Reaktionszeit, Bekämpfungsreichweite bis 2000 Meter. Und das schwedische System RBS 70 kommen bei der NATO voraussichtlich ebenso zum Einsatz wie das System Stinger. Bekämpfungsreichweite bis 2000 Meter. Das britische System Blowpipe, seit Anfang der 70er Jahre im Einsatz, wird zur Bekämpfung von Flugzeugen in geringen Höhen und gegen Hubschrauber eingesetzt. Noch leistungsfähiger sind die mobilen FLA-Raketenkomplexe, hier Rapier, von dem es jetzt auch eine SFL-Version gibt. FLA-Raketenkomplex Roland. Reichweite 6000 Meter. Systempreis über 30 Millionen D-Mark. Für die BRD-Landstreitkräfte geplant, 140 Komplexe. Die NATO-Staaten betrachten die Luftstreitkräfte als beweglichstes Mittel zur Führung überraschender Schläge im operativ-taktischen Bereich. Ausgehend von den Erfahrungen in den Kriegen von Korea, Vietnam und im Nahen Osten wurden erstmalig Flugzeuge zur direkten Unterstützung der Handlungen der Landstreitkräfte entwickelt. Typisches Beispiel dafür ist die A-10A. In England stationiert, wird sie ab 1979 auch von vorgeschobenen Flugplätzen in der BRD handeln können. Sie, wie alle anderen Flugzeuge der NATO, ist verstärkt für den Einsatz von Raketen der verschiedensten Art vorgesehen. Das Flugzeug kann sich 2,5 bis 3 Stunden über dem Gefechtsfeld aufhalten und neben der Kanonenbewaffnung 28 Mehrzweckbomben zu je 100 Kilopond mit sich führen. Die Hauptaufgabe ist aber nach wie vor das Führen selbstständiger Handlungen zur Erringung der Luftüberlegenheit und gegen wichtige militärische und politische Objekte. Die Grundtendenz der umfassenden Umrüstung wird in der F4 deutlich. Bei hoher Geschwindigkeit wird eine größere Nutzlast und Reichweite angestrebt. Weitgehend automatisierte Flug- und Feuerleitsysteme sollen die Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen. Die Mehrheit der Flugzeuge soll zugleich Luftangriffs- und Verteidigungsaufgaben lösen können. Ihr Einsatz kann mit konventionellen und Kernwaffen erfolgen. Der NATO gelingt es auch bei der jetzigen Umrüstung nicht, eine einheitliche Ausrüstung zu sichern.
Die USA führen als Jäger- und Jagdbomber die F-15A und die F-16 ein. Die F-15A kann Bomben, Raketen und Abwurflenkwaffen bis zu 5540 Kilopond zum Einsatz bringen. Die F-16, die auch in den belgischen und niederländischen Luftstreitkräften eingeführt wird, hat eine Nutzlast von ca. 4000 Kilopond. Sie hat durch das günstige Verhältnis von Fluggewicht und Triebwerksleistung eine hohe Steiggeschwindigkeit und, wie der Vergleich zur F-4 sichtbar macht, bedeutend bessere Flugeigenschaften. Großbritannien und Frankreich entwickelten gemeinsam das Jagdbombenflugzeug Jaguar. Der Einfluss der Rüstungskonzerne der BRD ist auch auf diesem Gebiet nicht zu übersehen. Die bisherige amerikanische Lizenzproduktion wird durch Gemeinschaftsproduktionen mit Großbritannien und Frankreich abgelöst. Der mit Frankreich entwickelte Alpha Jet, ursprünglich nur als Strahltrainer in Auftrag gegeben, wurde zu einem Jagdbomber entwickelt, der bis zu einem Aktionsradius von ca. 300 Kilometer eingesetzt werden kann. Der Alpha Jet kann ca. 2300 Kilopond Waffen zuladen. Die F-104G wird durch das MRCA Tornado ersetzt. Der Aktionsradius erhöht sich dadurch von 650 auf 1000 Kilometer, die Nutzlast von 2500 auf ca. 7000 Kilopond. Das installierte Bodenfolgeradargerät, die Erhöhung der Besatzung auf 2 Mann und die Ausrüstung mit 2 Triebwerken führen zur bedeutenden Erhöhung der Gefechtseigenschaften der BRD-Luftwaffe. Besondere Beachtung schenken die NATO-Staaten der Ausrüstung der Flugzeuge mit Raketen und Abwurfmitteln. Durch die Ausnutzung der Elektronik wird Punktzielbekämpfung angestrebt. Wie bei der Rakete Maverick werden dabei kombinierte Fernsehfunkmess-, Infrarot- und automatische Lenksysteme genutzt. Die ersten lasergelenkten Abwurfmittel werden eingeführt. Der Abwurf von Napalm ist nach wie vor vorgesehen. Schüttbomben und Kleinstminen werden in breitem Umfang eingeführt. Die Schüttbombe der BRD stößt 40 Kleinstminen aus.
zur Bekämpfung von Befehlsständen, Personal und Technik sowie zur Zerstörung von Start- und Landebahnen aus dem Tiefflug wurden Fallschirmbomben der verschiedensten Art entwickelt. Einige Typen haben ein zusätzliches Triebwerk, das nach der Stabilisierung gezündet wird, um eine hohe Durchschlagskraft zu erzielen. In Entwicklung befinden sich Aerosolbomben. Das sich nach dem Aufschlag ausbreitende Gasgemisch wird mit Verzögerung gezündet und entwickelt neben der Feuer- und Druckwirkung eine sauerstoffarme Zone. Das wichtigste Mittel der Luftverteidigung ist das verbesserte Flugabwehrraketensystem Hawk. Es wird vorrangig gegen Ziele in mittlerer und niedriger Flughöhe eingesetzt. Die Reichweite der Rakete wurde von 30 auf 40 Kilometer erhöht. Gegen hochfliegende Ziele wird nach wie vor das System Nike Hercules eingesetzt. Eine Umrüstung auf das bewegliche System Patriot mit einer Reichweite bis zu 150 Kilometer ist geplant, aber noch nicht eingeleitet. Hauptaufgabe der NATO-Seestreitkräfte: Sicherung des Heranführens strategischer Reserven, Ausschaltung unserer Marinekräfte und Unterstützung von Operationen an den Seegrenzen. Der Bau neuer schwimmender Einheiten, vor allem aber eine ständige Modernisierung der Schiffsbewaffnung und Führungstechnik sind vorgesehen. Die Nimitz. Ein kernkraftgetriebener 91.000 Tonnen Träger der USA Marine. Das größte und teuerste Waffensystem der NATO. Gebaut mit einem Kostenaufwand von fast einer Milliarde Dollar. Mit seinen Flugzeugen repräsentiert die Nimitz einen Kostenaufwand von 5 Milliarden Dollar. ...96 Flugzeuge unterschiedlicher Einsatzbestimmung an Bord der Nimitz verleihen dem Träger eine hohe Kampfkraft. Zwei Kernreaktoren ermöglichen eine Höchstfahrt von 35 Knoten. Vier Dampfkatapultanlagen sichern den Start für vier Flugzeuge pro Minute. Die Nimitz ist mit umfangreicher Elektronik ausgestattet. Sie verfügt über Funkmessanlagen zur Seeüberwachung sowie zwei- und dreidimensionale Funkmessanlagen zur Luftraumüberwachung und Flugzeugführung. An Bord befinden sich 36 Flugzeuge des Typs F-14 Tomcat, die modernsten trägergestützten Jagdbomber der NATO.
Nach Ansicht westlicher Militärs bilden Angriffsflugzeugträger das Rückgrat der NATO-Seestreitkräfte. Bei der amerikanischen Marine laufen gegenwärtig 15 Angriffsträger. Das Beschaffungsprogramm der NATO-Seestreitkräfte sieht den Bau weiterer kernkraftgetriebener Raketenkreuzer der Virginia-Klasse mit einer Verdrängung von 11.000 Tonnen vor. Der Schwerpunkt der Modernisierung der Seestreitkräfte liegt jedoch in der Umrüstung im Einsatz stehender Einheiten auf neue, teilautomatisierte Führungssysteme, Feuerleitmittel und Waffensysteme. Ein Beispiel dafür ist die Umrüstung dieses Raketenzerstörers auf moderne Raketensysteme der Klassen Schiff-Luft und Schiff-Schiff. Die teilautomatisierten Systeme erhöhen die Kampfkraft der Schiffe durch Beschleunigung der Führungsvorgänge und Optimierung des Waffeneinsatzes. Erhöhung der Reichweiten der Raketen auf Überhorizontentfernung, größere Fluggeschwindigkeit in geringer Höhe über der See und wesentlich verbesserte Treff- und Vernichtungswahrscheinlichkeit stehen im Mittelpunkt der Anstrengungen. Zu den leistungsfähigsten Raketen für die Luftzielbekämpfung gehören neben dieser Tartar die Typen RIM-66 Standard, Seawolf und Sea Dart. ...50% Treffwahrscheinlichkeit der letzten Entwicklungen in einer Ellipse von einem Meter, 99% Treffwahrscheinlichkeit in einer Streuellipse von 4 Meter. Zur U-Boot-Bekämpfung wird das System SROC eingesetzt. Von den Starteinrichtungen dieses Waffensystems können auch andere Raketentypen verschossen werden. Ein Beispiel für die Mehrzweckverwendbarkeit ist die Schiff-Schiff-Rakete Harpoon, hier von einer Starteinrichtung für Terrier-Schiff-Luft-Raketen verschossen. Die Rakete Harpoon kann auch von Flugzeugen aus zur Bekämpfung von Schiffen gestartet werden. Die Harpoon hat eine Reichweite von 60 Seemeilen. Durch eine extrem geringe Flughöhe soll sie die Funkmessüberwachung unterfliegen. Die Zerstörer der Spruance-Klasse, hier im Bau befindlich, sollen vorwiegend für U-Jagdaufgaben eingesetzt werden. Sie sind mit 8-fach Starteinrichtungen für Raketen des Typs SROC bewaffnet. Außerdem verfügen sie über Starteinrichtungen für Schiff-Luftraketen, leistungsfähige Schiffsartillerie des Kalibers 127 und 2 Drillingsstarter für Torpedos. Der Antrieb dieser Zerstörer erfolgt durch Gasturbinen. Zu ihrem Betrieb sind 55 Mann erforderlich. Vergleichbare Dampfmaschinenanlagen benötigen dagegen 120 Mann. Auch Fregattenneubauten bilden einen Schwerpunkt der NATO-Seestreitkräfte. So sollen allein 74 Raketenfregatten der Oliver Hazard Perry-Klasse gebaut werden.
Mit der Fregatte 122 und kleineren Einheiten sind die Seestreitkräfte der BRD am Marinebauprogramm der NATO beteiligt. Weitere Rüstungsanstrengungen richten sich darauf, neue Auftriebstechniken militärisch zu nutzen. Das gilt sowohl für Luftkissenfahrzeuge als auch für Tragflächenboote. Hier ein Beispiel aus dieser Zielstellung. Das Tragflächenschnellboot PHM-1 Pegasus der amerikanischen Marine mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 Knoten. Die USA-Marine beabsichtigt, zunächst 6 dieser Boote zu beschaffen. Sie sind mit 8-Fach-Startern für Raketen des Typs Harpoon am Heck und mit einer 76mm Kanone am Bug bewaffnet. Das AVEX-Programm bildet ein Bindeglied in der Kette moderner Aufklärungs- und Führungsmittel. AVEX, luftgestütztes Frühwarn-, Ortungs- und Leitsystem, ist eines der aufwendigsten NATO-Projekte. Das Flugzeug ist mit einem Impuls-Doppler-Funkmessgerät ausgerüstet, das Ortungsreichweiten von maximal 750 Kilometer hat. Die Ortungs-, Identifizierungs- und Zielverfolgungskapazität jedes E-3A AVEX beträgt gleichzeitig 300 Luftziele. Angesichts dieser Rüstungsvorhaben wird deutlich, warum die NATO-Staaten die bisher massivste, auf breiter Front vorgetragene Verleumdung der Militärpolitik der sozialistischen Staaten, besonders der UdSSR, durchführen. Die sich daraus ergebenden Gefahren für Frieden und Sicherheit der Völker sollen verschleiert, das enorme Anwachsen der Rüstungsausgaben gerechtfertigt und von den enormen Profiten der Rüstungskonzerne abgelenkt werden. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen können von den Staaten des Warschauer Vertrages nicht außer Acht gelassen werden.